Es steht ein neues Kapitel an hier bei Mario und Luigi, zusammen durch die Zeit. Frisch in die Vergangenheit gereist sind wir hier in Toad Town. Ja, und was hier abgeht, das gucken wir uns am besten einfach mal an. Und das sieht ehrlich gesagt nicht gut aus gerade. OMG? Das geht doch nicht, da ist so eine Eisenplatte extra. Okay, das ist schlecht, dann müssen wir hier vielleicht doch nicht hin. Ja, Freunde, das Let's Play ist blind und ich probiere es jetzt nochmal mit der Ballfähigkeit, die wir bekommen haben, aber irgendwie kann ich mir das auch schlecht vorstellen. Ups! Ja, hier bin ich im letzten Part hingelaufen, hier habe ich diesen Part begonnen, aber offensichtlich bin ich hier falsch. Na, hoch! Wir haben im letzten Part auch den Krankfried wieder getroffen. Und, der hat jetzt einen Ordenshop. Das ist echt blöd, das hatte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, da geht's weiter in Toad Town. Wo es ein bisschen düster und, naja, zwielig zugeht. Ja, okay, dann machen wir hier die Biege. Es war ja noch davon die Rede, dass wir irgendwo oben unser Unwesen treiben sollen, dürfen, können. Sind ja auch ganz schnell wieder hier weg. Ach, das geht ja locker flockig von der Hüfte. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ich dachte, ich beginne den Part episch. Ich wusste es einfach nicht. Wäre ich mal einen Schritt weiter gegangen, ne? Bin ich aber nicht. So, erstes OG. Da geht's hier entlang. Da waren wir ja schon mal mit der Bücherei und so. Können wir denn irgendwo oder unsere neue Fähigkeit, uns in einen Ball zu rollen, benutzen? Dann geht's ja noch weiter hoch. Hier hinten war ich ja gar nicht. Ach, guck, da ist ja ein Pfeil. Ein Zeigefinger auf den Zeitstrudel, wo wir hin müssen. Okay, mein Fehler. Halb so wild. Ja, das zeugt einfach von der Echtheit dieses Blind Let's Plays. Nichts ist perfekt. Wenn du diesen Block triffst, erscheint ein weiterer am anderen Ende der Treppe. Triffst du auch diesen, wird sich die Tür zum Observatorium öffnen. Zumindest habe ich das so gehört. Allerdings verschwindet der obere Block nach kurzer Zeit, was nicht sonderlich hilfreich ist. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, bevor er wieder verschwindet, aber ich habe es kein einziges Mal geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das jemand innerhalb der Zeit schaffen soll. Warte, das gucke ich mir an. Nee, Moment, das gucke ich mir nicht so an. Können die Babys einfach mal hier... Ach, die schaffen es nicht alleine. Allein den Block zu springen, sonst hätte ich gesagt, naja. So, 25 Sekunden. Ja, dann probiere ich es einfach mal. Babys wegschmeißen. Ups. Nochmal wegschmeißen. Die sind so anhänglich, die Dinger. So. Treppen sind Deppen. Treppen sind echt was für Deppen. Ups. Ja, gut. Ist das okay? Wo ist der Schalter? Hat gereicht, ne? Goodie! Haben wir irgendwo so eine Röhre, damit die Babys einfach hinterherkommen können? Weil, naja, Treppen sind für Deppen. Tatsächlich. Wunderschön! Dafür, dass wir so ein paar Fehler gemacht haben, das geht voll klar. Ihr braucht halt einfach die Fähigkeit. So ist es und nicht anders. So, da waren sie gerade schon. Hol ich mir auch die Bohne. Ja, die Bohnen braucht man für den Krankfried und seinen Ordenshop. Da ist man lieber gleich unten geblieben. War's das? Oder noch welche? Nö, das war's diesmal. Schöne Aussicht. Ahem. Also, wie ich sagte, ein neues Kapitel. Willkommen zurück zu Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Ja, mein Gott. Passiert. Wir kommen hier nach... zur Schleifsandwüste. Okay. In der Vergangenheit. Wüsten dürfen natürlich nicht fehlen. Ist ja ganz klar. Es geht nach oben. Ist unten nichts weiter? Nö. Es ist aber gut, dass man hier in diesem Abenteuer immer die Karte hat. Macht es in meinen Augen einfacher als bei Superstar Saga, wo ich mich dann doch ein bisschen, würde ich sagen, verlaufen, aber ja. Wie? Sand, Sonne, Hitze? Eine Wüste? Ob die Schoops auch hier sind? Keine Sorge, Mario und sein Gefolge sind bereit, es mit allen aufzunehmen. Zeigt euch nur, ihr Schoops!
Ach, musst du nicht so laut sagen. Also, ich bin froh über ein bisschen Ruhe. Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. So. Ultrapilz. Hier sind überall goldene Panzerstatuen. Überhaupt scheint hier ein Koopa-Palast zu sein. Ist das eingefroren? Ich werde mich erstmal umgucken müssen. Da geht's nur zu viert rein. Let's do this! Mhm. Thema Shroops. Das ist, wenn ich vorlese, kommt doch alle her, ihr Shroops, und dann passiert sowas. Noch mehr ist euch wirklich auch nicht eingefallen. Da verstecken sie sich. Da lang. Ich meine. Warum so viele und warum so blöd und doof? Müssen wir uns jetzt die ganze Zeit verstecken vor den Armeen? Ihr seid alle so doof wie Brot, ne? Das ist sogar eine Beleidigung fürs Brot. Ist das... Ha, ihr Einfallspinsel seid ja vollkommen durchnässt. Kylie Cooper? Wer durch den Haupteingang reinplatzt, wird garantiert sofort entdeckt und Stantepede wieder nach draußen befördert. Was? Kennt ihr mich noch? Die Zuckerpuppe vom Cooper-Anzeiger wiederzutreffen hat euch wohl die Sprache verschlagen. Ich bin es, Kylie Cooper ist euch wieder auf den Fersen. Es ist doch nur einer. Keine Zeit für Smalltalk. Ich habe das Gefühl, dass diese Story noch größer wird als die Geschichte auf Yoshi's Island. Ich sehe schon die Schlagzeile. Prinzessin Shroop wird jede Sekunde hier eintreffen. Die Feier zur Eroberung des Pilzkönigreichs wird ein riesiges Event werden. Und das war nur die halbe Miete, Jungs. Hier kommt die Abrechnung. Da ist wohl noch eine Prinzessin unterwegs hierher. Peach etwa? Meine Informanten haben mir mitgeteilt, dass diese Dame eine Vorliebe für Pink hat und sie könnte ebenso vom königlichen geblüht sein. Was? Prinzessin Peach? Das Püppchen, das sie herbringen, soll Prinzessin Peach sein? Luigi hat alle Babys getragen. Prinzessin Peach kam in so einer Zeitschleuder hierher und wurde von Prinzessin Shroop geschnappt? Mal schön langsam. Ihr seid also hier, um die erwachsene Prinzessin Peach zu retten? Klingt für mich ja nach einer klassischen Ente, mein Lieber. Aber was das für eine Schlagzeile wäre, wenn ihr recht behaltet. Nur mal zum Beschreiben. Kylie Cooper kommt aus der Vergangenheit. Definitiv. Ich weiß ja gar nicht, dass es eine erwachsene Peach gibt, ne? Das wollte ich nur mal kurz zusammenfassen. Also gut, ihr müsst in diesen Dom hinein, um die Prinzessin retten zu können, ja? Auf den Straßen munkelt man, dass man hier irgendwo einen Geheimgang es geben soll. Allerdings ist solcherlei Gemunkel nicht so unbedingt genau. Daher weiß ich nichts über den genauen Standort. Ja, die macht's alleine. Hier kommt ihr auf keinen Fall rein. Daher müsst ihr diesen geheimen Eingang finden. Das Einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist dies. Der Eingang steht irgendwie in Verbindung zu vier Statuen in der Wüste. Und jetzt leg los und finde den Eingang, Großer. Ich habe selbst noch ein wenig Detektivarbeit vor mir. Viel Glück, Schnauzbart. Luigi. Hat gar nichts mitbekommen. Oh ja, liebevoll gemacht, die Zwischensequenzen. Die hätten einfach die Klempner hier stehen lassen können während dem Gequatsche. Aber nein, haben sie eingebaut, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ja. Falsch geworfen oder kommen die nicht hoch? Die kommen so nicht hoch. Ich könnte... Wenn ich erstmal oben bin, mich rüber schleudern. Aber das geht offensichtlich nur mit dem Ball. Die Frage, die sich mir da allerdings stellt. Kann ich das einfach wieder stoppen? Ja, das kann ich. Das heißt, wir machen das. Ja, achso, das geht natürlich wegen dem Block. Voll lame. The Tram. Und weiter geht die wilde Reise. Tram. Bisschen knapp, aber darf es ruhig sein. Was? Jedes Mal? Ich dachte, es wären jedes Mal 100 Münzen. Es waren immerhin nur 10 Münzen. Ja, das wäre schon... Das wäre eine Einnahmequelle gewesen. Da hätte sich's gelohnt. Auf jeden Fall. Hat sich auch so gelohnt. So, vier Statuen in der Wüste. Und dann tut sich der Geheimeingang auf. Ich sehe auf dem unteren Bildschirm, dass es vier Knochentrockenschädeltürme gibt. Das ist sehr eindeutig. Aber was man bei denen machen kann oder soll, ist mir natürlich noch ein Rätsel.
Eisblumen. Poké. Poké. Und ein Gegner. Wagen wir uns rein, das sind neue Gegner. Schrooper Taucher. Ich habe keine Ahnung, was es mit euch auf sich hat, ne? Ja, sorry. Oh ja, genau. Ich weiß nicht, was die für Bewegungsabläufe haben, deswegen sieht das echt doof aus gerade. Nein, schon mal killen. Der springt auch noch hoch, so. Also weiß, die sind gerade ein bisschen fies. Da stehe ich richtig blöd da. Da stehe ich richtig blöd da. Guckt euch mal auf dem kleinen Bildschirm an die Wüste, die singende Sonne. Nice gemacht. Ich habe zwar gewonnen, aber konnte so gut wie gar nichts blocken. Abwehren auf irgendeine Form, Art und Weise. Das ist nicht gut. Das müssen wir noch trainieren, liebe Leute. Ich habe einen kleinen Pilz bekommen. Ich mir auch, Mario kriegt eine Superpilz. Pokés sind hier. Komische Schwups. Das bewirkt. Wie 9-8. Lass mich total verdödeln. Was wollen die? Ganz schnell da hinkommen? Keine Ahnung. Was die jetzt werden es vielleicht sogar rausfinden müssen. Ich habe nur Angst, wenn wir uns hier durch diese ganze Gegend scheren. Ich weiß nie genau, was die machen überhaupt. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich bin ein bisschen aufgeschmissen in dieser Wüste. Ist so, ist so. Ja! Ja! Mach nochmal. Ich glaube, du kommst nicht mehr dazu. Hä? Das ist gerade ein bisschen fies. Soll man beim Fisch definitiv immer nur stehen bleiben, ja? Ich kann es versuchen. Ich wette, dann geht's aber schief. Dann geht's aber schief. Gut, dass wir einkaufen waren, aber trotzdem. Das muss ja nicht sein hier. Was passiert denn jetzt, da ich das irgendwie nicht geschafft habe? Also, die kommen doch nicht so schnell hin. Selbst mit der Rolle nicht. Ich fürchte, ich muss mir die Gegend erstmal in alle Ausführlichkeit reinziehen. Was es denn für Wege gäbe? Jetzt will ich erstmal da hoch. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wie. Wahrscheinlich geht das mit dem Ball ziemlich schnell, aber so schnell? Kann ich mir echt nicht vorstellen. Schilder lesen. Rolle in die Ballkanone rechts, um einen Flug der Sonnenatlasse zu erleben. Hinweis, zuvor musst du den Schalter finden und die Kanone mit etwas geladen haben. Ja, mit mir, oder nicht? Die Sache ist klar, aber Schalter? Hilft die mir dann dahin zu kommen? Aber selbst wenn ich da bin, wo der Timer abläuft, was soll ich dann da tun? Während ich rätsel, werde ich auch angegriffen und muss mich damit auseinandersetzen. Ist gerade echt schlecht. Ja, beim Fisch definitiv stehen bleiben, offensichtlich. Bis jetzt ja, bis jetzt immer. Du nervst. Immer noch ein Stück Arbeit vor uns. Es sind mir zu viele Rätsel hier. Das ganze Leben ist mir ein Rätsel gerade. Könnte eine Möglichkeit sein. So, und jetzt gehe ich mal nördlich und gucke. Das Geheimnis der Schleifsandwüste, Autor unbekannt. Die Wüstenwächter sehen sich an, warten darauf, durch Licht verbunden zu werden. Ein Paar muss bei einer Statue verweilen, um deren Augen zu öffnen. Ein Paar springt schnell in der vorgegebenen Reihenfolge. Das zweite Paar tut es ihnen gleich und springt ebenfalls, so lautet die Legende.
Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, wie diese Statuen verbunden werden können. Man kann davon ausgehen, dass die Statuen, die nach oben und unten blicken, auf ähnliche Weise miteinander verbunden werden können. Okay, das macht Sinn. Jetzt will ich erstmal Folgendes checken. Können die Babys hoch genug springen, um alleine dagegen zu jumpen? Ja, das können sie. Da komme ich jetzt nicht rechtzeitig hin. Also so wird's gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt mit Mario und Luigi alleine zu der Statue. Irgendwie. Vielleicht am besten mit dem Ball. Nee, ich will mir erstmal eine Situation... Ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen, wie man wohin kommen kann. Ich glaube, das wird besser sein. Eins nach dem anderen. Kriegen wir rausgefriemelt, Leute. Nachdem ich diese Bohne geholt habe. Selbstverständlich. So. Jetzt auch, oder sind ganze Parcourse für Z-Leutz. Ich muss mich denen wohl nochmal stellen. Zwar sind es drei an der Zahl, aber okay, ich kenne die jetzt ja schon ein bisschen. Eigentlich hatte ich gedacht, ich habe gut getroffen, aber irgendwie... Komische Fische, ey. Jawohl. Wird doch. Wenn man die halt langsam kennt, dann geht's auch schon wieder ein bisschen. Mhm. Ja, okay, da war ich selbst ein bisschen zu langsam unter... Okay, und da war ich zu schnell. Das ist mein Fehler. Da sage ich ja nichts. Chaka, bumm. Alter. Also denen ausweichen und den Fischen nicht. Das könnte das Rezept sein hier. Trap. Trap. Oha. Da hätte bestimmt auf die Birne jumpen können, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Wobei ich glaube nicht. Oh je, ich glaube, wir können hier viel fighten. Wäre halt schön zu wissen, dass die Gegner wegbleiben. Wenn ich das wüsste, wäre das schon sehr apart. Jetzt Pokéköpfe. Die Frage ist... Kriegen wir das einfach hin mit Sprüngen? Ich probier's mal. Irritiert. Hätte sein können wegen Stacheln und so, das ist nicht gut. Warum sieht die halt auch aus? Ja, da geht er down. Ich hab keine Ahnung, Mann. Give it to him. Ich weiß jetzt gerade nicht, was man bei diesen Pokés macht. Ich glaube, die sind einfach noch zu groß gewesen, anstatt dass man die so kriegen kann. Die Frage ist jetzt... So haut man die weg, sodass man ausweichen kann, ja? Ah, der Falsche. Der Falsche. Immer der Falsche! Ich hasse es, wenn neue Gegner kommen und ich mich scheinbar anstelle wie ein abgelaufener Joghurt. Dann tu den anderen auch mal bearbeiten dementsprechend. Ah, was zum? Ey, Alter. Ihr seid mir nicht mehr geheuer. Ihr seid ungeheuer. Ich krieg die auch nicht weiter down, ne? Ich versuche auf den einen noch drauf zu springen. Aha. Also so wird ein Schuh draus. Aber wir können dem schlecht ausweichen, wenn er noch alle hat. Alter. Ah! Ah! Holy moly, was wollen die denn? Ich müsste die alle heilen, aber einerseits, Angriff ist die beste Verteidigung. Hoffen wir es. Dass er jetzt noch nicht down geht, ist mir auch klar. Mit Sprüngen besiegen, aber mit Hämmern... Oh. Alles klar. Also bei aller Liebe, ich würde den Kämpfe in der Wüste gerne meiden, weil das ist ja richtig, richtig böse hier.
gib mal noch her. Super Pilze. Gefällig? Bitteschön. So. Ich frage mich, was die anderen aktivieren müssen, großartig. Wer bist du denn? Wohin so schnell, Söhnchen? Wenn du hier vorbei willst, musst du ein Spiel spielen. Berühre den Block, der da hinten erscheinen wird, bevor die Zeit um ist. Wenn du es schaffst, lasse ich dich vorbei. Du darfst dich dann als offizieller Wüstenrenner bezeichnen. Hä? Das wollte ich nur wissen. Weißt du so viel wie? Wir dürfen jetzt gleich wieder... Ja, ich mach das auf jeden Fall mit der Ballfähigkeit. 18 Sekunden. Babys wegschmeißen, wechseln, Ball, los geht das. Hä, Wüstenrenner. Ist aber nicht gerade der Renner hier. Mann! Ah, ist dein Ernst? Wir haben das, warte. So habe ich die jetzt schon abgelegt, weißt du? Das wäre schlauer gewesen. Das wäre schlauer gewesen. Einfach vorher die Babys mal wegzuschmeißen. Mach mich nicht nervös, Monty. Das sieht auch gar nicht mehr so schnell aus, ne? Wie der Ball hier langrollt. So, trappen, trappen. Und dann zurück. Und zurück, Wechselspringen. Das Wechsel hatte ich. Ja. Ja, vielleicht bekommt man so auch irgendwie das Tor auf beim Toad Town. Das war meine Show. Es besteht kein Zweifel, ihr seid alle wahre Wüstenrenner. Ihr dürft passieren, bis zum nächsten Mal. Klingt für mich eindeutig. Eindeutig, zweideutig. Ich würde halt zwar gerne sehen, ob hier sich noch irgendetwas verbirgt, glaube aber nicht. Ne? Doch. Kannst du mal sehen. Haben sie böse versteckt. Okay. Da habe ich noch was gesehen an Sachen Bohnen, deswegen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Jede Erbse einen Knall. Da nix. Wie rein mit euch. Reunion! Reunion! Ja, es sieht so aus, als wären wir hier in der Wüste mal eine längere Zeit unterwegs, ne? 4 Statuen. Und dann tut sich aus irgendwelchen Gründen... BOM! Tut sich aus... Oh, nee, ey. Aus irgendwelchen Gründen etwas anderes auf. Ein Geheimgang. So. Babys, wollt, könnt ihr euch auf den Weg machen? Geht das? Kann ich euch das zumuten? Zutrauen? Ich wollte halt erstmal gucken, wie das hier alles funktioniert, wie wir durch müssen, weil, ja, war ja letzten Endes auch die richtige Entscheidung. Der obere Weg. Ja, da hängen wahrscheinlich die Statuen zusammen und die anderen zwei jeweils. Muss man mal sehen. War ich da schon drin? Nee, oder? Gerade verlaufen? Wir sind zwei Babys. Wir sind in der Wüste. Unsere Eltern haben uns scheinbar nicht mehr lieb. Wir wollten nur mit Peach spielen und jetzt sind wir hier in der Wüste. Wir haben Durst. Sache ist klar. Und nu? Ding Dong. Der ist aktiviert. Die verbinden sich. Nice. So, wäre geil, wenn ihr jetzt irgendwo so eine Röhren... Dingens finden könnte. Ich habe keinen Bock, mit denen allein zu kämpfen. Ist mir, glaube ich, lieber als mit den Babys allein, aber... Weiß nicht. Teamwork, Alter. Da sieht man es mal wieder. Mir so viel lieber.
Wir sind Mario und Luigi. Wir haben unsere Babys, unsere eigenen Alter Egos der Vergangenheit, einfach hier in der Wüste ausgesetzt, weil... Warum nicht? Wie hat denn das macht man so? Heutzutage ist Erziehungsmaßnahme, ist okay. Ich finde jetzt nichts Atemberaubendes hier. Immer so Kleinigkeiten wie Dette. Aber naja. Jetzt habe ich die Fähigkeit nicht genutzt, mit der Kanone uns hier rüber zu befördern. Aber hier geht's auch. Was ist denn die Kanone zum Teufel? Wir sind ja auch ganz woanders. Wahrscheinlich einfach, um hier drüber zu kommen. Da die Babys ja ohnehin dort vorne sind, ist es vielleicht nicht allzu doof, erstmal hier zu bleiben. Ihr findet hoffentlich den Weg zu dem anderen Knochentrockenturm. Da wäre der Fisch schon rasiert, Alter. Da wäre der Fisch schon rasiert. Ja, steil. Das habe ich mir definitiv schlimmer vorgestellt. Aber gibt es hier noch Secrets, die ich finden sollte? Diese ganzen Blöcke, wo ich nicht weiß, wie man da hochkommt auf Anhieb. Brauche ich da später noch eine Fähigkeit, weil ich kann nicht so hoch springen, ne? Da könnt ihr mir in den Kommentaren gerne helfen. Sieht so aus, als hätten wir die Lösung aufgetischt bekommen. Ja, das hier meine ich. Wie komme ich da hoch zum Teufel? Ah, doch. Hier weiß ich's. Trappen! Oh, durchaus knapp. Durchaus knapp. Ultratau. Ich würde da schon unfassbar gerne reingucken, gerade weil es so versteckt ist. Kann man wohl nichts machen, Babys. Babys. Das hier geht auch. Nehmt es mir nicht übel, aber ich will mich hier umgucken in der Wüste, alles abchecken. Hä, wo kann ich jetzt nicht weiter nach rechts? Na, guck an. Und solche Kleinigkeiten will ich halt ungern übersehen. Noch ein paar Röhren, wo wir die Kleinen reinschmeißen können. Kleine rein... Nee, warte. Kleine Scheißer, Reinschmeißer. Ups. I have pressed the wrong buttons. You know that? Okay, then let's go. Sowohl rechts als auch links habe ich Röhren, nennen wir sie Röhren, gesehen. Und da ich hier nirgendwo... Und da ist auch noch was. Weiß ich jetzt aber gar nicht, wie man da hochkommen soll. Ich kann mal da noch ein Baby hochschmeißen. Ich kann es probieren, aber... Es wirkt halt nicht so. Sind fast da. Bin da. Wer noch? Tagchen. Wenn hier nur ein Gegner drin gewesen wäre, das wäre schon ein mittlerer Schreikrampf gewesen. Sag mal. Ist aber nicht so. Den Weg zurück für euch in Speed. Hier ist noch was. Aber das ist bestimmt ein Gegner, ne? Tatsächlich nicht. Geheime Jeans. Das klingt wirklich sehr mysteriös. Geheime Jeans, die könnte gut sein. Nein! Ey, die Großen stehen direkt daneben. Was zum Teufel? Ne, ist mal hübsch. Flüchten! Flüchte selten, aber das war irgendwie... Das war Käse. Ich wollte gerade wissen, was die geheime Jeans ist. Das klingt doch schon mal übelst episch. Die den Träger irgendwie Erwachsene erscheinen lassen. Das macht den Bart und die Geschwindigkeit nach oben, senkt aber die Verteidigung.
Deswegen verzichte ich. Ich dachte, die wäre jetzt epischer. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, die wäre epischer. Hier bin ich halbwegs in Sicherheit, hoffe ich. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde noch ein paar Items upgraben und dann gehen wir weiter, wahrscheinlich in den Palast hinein mit dem geheimen Eingang. Und ja, dürft ihr nicht verpassen. Daumen tut nicht weh. Bis dann und ciao.